versucht zu sagen? Zhang Yuji und Hu Tuan. Sie sind Eric? Eric Zhang. Eric Zhang und Zhang Yu. Okay, alles klar. Ich bin einfach, alles klar. Ich möchte kurz. Ich kenne das. Also, ich hatte mal ein Au-pair-Mädchen, die kam aus China, die hatte den wunderschönen Namen Yi. Die wollte gerne Eva genannt werden. Wir haben uns dran gehalten. Sie sind aus Taiwan zu uns gekommen. Sie studieren in Berlin. Sie haben jetzt hier den Master in Angriff genommen, den Bachelor. Nein, den Bachelor haben Sie nicht gemacht. Diplom haben Sie gerade. Okay, alles klar. Als Ergänzungsstudium. Jetzt wollen wir uns angucken, den Stuhl Typ Y. Wollen wir? Wollen wir wirklich? Ach, was macht das spannend. Perfekt, ja. Da-da-da! Das ist das erste Mal, dass wir ihn sehen. Ja. Alles so. Wir haben schon einen Prototypen für diese Version geguckt. Aber damals gab es ein paar Probleme. Ja, aber, schön. Wir haben mit der Weile diskutiert, dann neue Version bauen, dann endlich. Endlich ist er da, okay. Ich wollte nur, dass die Jury das sagt. Ja, erster Platz, Typ Y, und das versuche ich jetzt, von Zhang Yuji und Hu zu nehmen. Die Jury entschied sich klar, diesem Entwurf den ersten Preis zu verleihen. Der Stuhl Teil Y vereinigt alle Materialeigenschaften von Bauteilen aus Holz. Die Leichtigkeit bei großer Stabilität und organische Holzverbindungen mit hoher Flexibilität. Er ist industriell zu produzieren und erfüllt ergonomische Ansprüche, die bereits im Pressprozess integriert werden. Die moderne Produktgestaltung ist sehr eigenständig. Sie lebt von den technischen Möglichkeiten der Sperrformhalle. Die Entwerfer sind noch weitergegangen. Das können wir heute nicht sehen, aber in der Dokumentation. Sie haben aus der Produktidee für den Stuhl eine komplette Möbelserie entwickelt. Die Präsentation Ihres Entwurfs ist überzeugend gelungen. Kompliment. Sehr, weil gerade dieser Stuhl, ohne dass die Jury das wusste, dass aus dem asiatischen Raum zwei Designer wieder entwickelt haben. Aber wenn man sich dann, denke ich, näher damit beschäftigt, dann sieht man auch diese filigrane Lösung und die hat einfach die Jury sehr, sehr überzeugt mit den technischen Umsetzungsmöglichkeiten. Da diskutieren wir intern noch ein bisschen. Nicht ganz so einfach, wie es zunächst mal erscheint. Aber ich bin, wenn ich das mal sagen darf, außerordentlich erfreut und ich habe auch von Schelper gehört, dass, wo Sie es angesprochen haben, mit welchem Mut Sie aus Taiwan nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube, Ihre Deutschkenntnisse waren wir. Aber diesen Mut, in ein ganz anderes Land zu gehen und sich mit dem Design zu beschäftigen, gehört eine große Hochachtung vor. Und ich weiß nicht, wie viele deutsche Designer den Mut hätten, nach Taiwan zu gehen, um Design zu studieren. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und ich freue mich außerordentlich, dass Sie in diesem Studium gerade den ersten Platz erreichen. Vielen Dank.
Passt da aus. Es kommt was heraus. Das ist so drin, Sie sollen ja weiter mit den Herzen auch an Produkten arbeiten. Wenn Sie kurz noch erzählen können, wie lange sind Sie schon in Deutschland? Fast 2 Jahre. Seit 2008. Seit 2008, okay. Und Sie machen jetzt Diplom. Was haben Sie dann vor? Was werden Sie dann tun? Gehen Sie nach Taiwan? Oder bleiben Sie in Deutschland? Oder ist das noch nicht entschieden? Zurzeit haben wir noch auch genau Plan, aber wir würden gerne in Deutschland bleiben. Vielleicht. Ja, keine Ahnung. Wenn wir Chance haben. Ich meine, Sie haben ja was Tolles, was Sie mitbringen können, was Sie vorweisen können. Wir, Sie haben es eben gehört, hausieren gehen. Das heißt, man nimmt seinen Stuhl unter den Arm und sagt, guck mal, von Haus zu Haus hausieren gehen. Also das können Sie ausprobieren. Ich freue mich sehr für Sie und ich sage mal herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit und genießen Sie den Abend noch. Ich komme mit einem Applaus. Natürlich ein Gruppenfoto machen. Die Jojo oben kommen bitte dazu und ich glaube, es ist vor allem